Guten Morgen zusammen. In den Morgenstunden wieder heftige Regenfälle. Und heute versuche ich einmal euch den schöneren Teil oder die schönere Seite der Insel zu zeigen, die es unbestritten gibt. Jedenfalls solange die Sonne noch scheint, weil es sind wieder Regenschauer angekündigt worden. Ich fuhr wieder mal so eine kleine Seitenstraße rein, auf gut Glück. Die beiden Kläffer, die halten sich dran. So eine kleine Bucht hier. Da im Hintergrund das Schiff verfällt. Total verrostet das Heck. Mangroven. Ich fuhr mal nach Koh Lanta Old Town, in dem Restaurant aßen wir mal, kam aber damals nicht dazu, mir dieses Sträßchen hier mal anzusehen. Und da spaziere ich jetzt mal langs. Gegessen habe ich auch noch nichts, bis auf einen kärglichen Apple Pie am Morgen. Sawadee krab. Der sprach mich im Vorbeifahren schon an. Lanahan. Lanahan, nein. Lanahan, Anni? Ja, Lanahan. Okay, danke wieder vom Ma, vom Bayer. Kommen wir ab. Alles so nah, fit, gut. Ja. Also hier in Old Town ist alles relativ teuer. Jedenfalls teurer als anderswo auf der Insel. So, Souvenirs. Hier könnte man ja auch vielleicht essen, oder? Keine Ahnung. Sawadee krab. Pad Thai, Ringrolls. Gucken wir mal. Also hier das meiste geöffnet, weil das auch von den meisten Touristen wohl frequentiert wird. Danke ich mal, gehe ich mal von aus. Oder ein bisschen was umgebaut hier. Ja, mir ist schon klar, dass das alles Nippes ist. Ein bisschen Kitsch. Aber dafür ist nun mal ein Touristenort, ne? Solche Figuren lieben die Thais. Das ist mal ein lustiger Beiwagen. Junge, Junge, Junge. Und davon gibt es gleich zwei. Ich gehe mal hier essen in Sunis Place. Sawadee krab. Kunmi. Where you come from? From Germany. I'm from here, from Old Town. From the island? From here. From here? Old Town, yes. Oh, okay. Okay, kun mi pad ka pao mai? Mi pad ka pao, chicken with basili, mi. Om gen pad ka pao. Pad ka pao. Ket mai? Kun gin pet dai mai? Gin pet, dai. Oh, surprise, you can speak Thai. Si noi. Oh. Kai dao du ai? Kai dao du ai, okay. Ket mai? Kai dao suk. Kai dao suk. Okay. Ka pao pet mai? Pet nit noi. Pet, Kun tam pet mark?
Up to you want. You want fett mag or you want medium? Nee, vom Ruhekunter ist da. Okay, fett, medium. Medium, okay, klar. Okay, Kopf hoch. Danke, welcome to Inside. Also hier liegen die scharfen Sachen rum, Leute. Und da Chili-Paste. Das war doch nett gemacht hier. So, mein Bananenshake kam schon morgen. Das heißt auf Thai Blue White Pan. Ja, da werden Pfannkuchen zubereitet. Nochmal Pfannkuchen werden. Ich denke mal, die müssen erst noch gehen. Hefeteig. Oder? Keine Ahnung. Homemade. Sieht auf jeden Fall professionell aus. Professional, hä? Professional. Gerade gesehen, die machen auch Batik Painting. Nicht billig, aber naja. Aber schöne Motive. So, kostet zwischen 800 und 1000 Watt. Aber die machen auch Motive nach Wahl. Gar nicht mitbekommen, da werden die Pfannkuchen schon zubereitet mit Nutella Pancake. Und die werden da in den Pfännchen ja, gebacken, gebraten, wie auch immer. Jo, Pfannkuchen auch da. Die Portion ist natürlich mal wieder viel zu groß für mich. Ich ahnte ja, mich erwischt es wieder mal. Da ich hier im Moment eh nicht wegkomme, bestellte ich mir noch einen Mango-Shake. Ja Leute, nach einer Stunde Wartezeit traute ich mich dann endlich wieder auf die Straße raus und es nieselt immer noch vor sich hin. Gekostet hat das Essen unglaubliche 140 Watt, also zwei Foodshakes und dieses Essen 140 Watt. Und ich würde euch gerne noch ein paar Strände zeigen, die sich hier in der Nähe befinden. Aber ich glaube, bei dem Wetter lasse ich mal lieber sein, guck, dass ich wieder in meine Unterkunft komme. Ja Leute, von hier kam ich hochgefahren und bin jetzt hier auf dem Pier, sieht der Stadt an. Unheimlich windig und der fährt trotzdem mit seinem kleinen Boot los. Also die trauen sich wirklich bei dem Wetter mit dem Boot aufs Meer. Nee, da wäre nichts für mich, Leute. Viel Glück. Seht euch das an, der blanke Wahnsinn. Alles grau in grau. Da kommt halt noch was runter. Die spazieren tatsächlich mit irgendwelchen Sachen den ganzen Steg langs. Ja, hier stellte ich mich dann nochmal unter und wartete das Gröbste ab. Hier auch wieder alles irgendwie unterspült worden. Seht euch das an. Und was mit dem Schiff da passiert ist, keine Ahnung. Ja Leute, das wird aber das letzte Video sein, das ich hier auf Koh Lanta aufnehme. Morgen bleibe ich noch hier und am Samstag geht es dann weiter, hoffe ich jedenfalls. Bei dem Wetter kann man ja nie wissen. Und morgen werde ich mal ja nichts tun. Einfach lesen, ausruhen und das war's dann. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mal alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.